Ihr wisst ja auch, dass wir immer gern grillen. Habt ihr vielleicht auch schon in unseren Stories gesehen. Ist von Knister. Mittlerweile gibt es ja einige von diesen Edelstahlgrills in klein und groß und was auch immer auf dem Markt. Kannst du hier ganz normal grillen. Wenn du mit zwei Mann reicht das ja vollkommen aus. Ja, 28 mal 20. Jetzt bist du beim Camping, kriegst Besuch. Dann bist du bei der Grillfläche bei 48. Also du gewinnst da richtig Platz. Den kannst du dann ganz einfach aufstellen. Nimmst den hoch, zack, rastet schon ein. Andere Seite noch, zack. Dann steht er auf einer schönen Höhe, kannst du auf den Boden stellen. Dann wird das unten nicht heiß, brennt dir wahrscheinlich auch keinen Rasen ab, wenn du den auf dem Rasen stehen hast. Hier hältst du an dein Feuerzeug ran und dann geht der Grill auch an. Und zack, ist er schon an. So, hört man vielleicht auch. Jetzt läuft er auf Vollpower. So, und jetzt geht er wieder aus, weil, nee, schlafen wollte ich jetzt noch nicht. Mach das nicht nach, Kinder, zu Hause. Stand jetzt, wo ich dieses Video gedreht habe, im Angebot, war, meine ich, lag bei 160 Euro. Kostet auch schon mal 230, 240. Aber im Frühjahr, Gasflasche hinten in den Rucksack, kannst du schön grillen.